Oh, scheiße. Nee, nichts Besonderes jetzt oder so. Ich habe einfach nur. Mir fiel gar keine Begrüßung ein oder sowas. Aber das muss mir schon längst nicht mehr. Mein Arsenal war sehr weitläufig in den letzten Tagen, Wochen. Ich bin nicht sehr lange im Geschäft, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich weiß, dass wir bald Donkey Kong wieder mal in den Arsch treten können. Können wir leider nicht. Mario kann keine Arschtritte. Mario kann nur was werfen. Genau wie Donkey Kong. Und so reiht er sich so langsam dieselbe Sparte ein. Traurig, traurig. Wie ihr wisst, tut Donkey Kong Dummes. Und da bin ich auch gerade überfragt, aber ich glaube, obwohl mir das nicht in einem Video vorgestellt worden ist, sowas könnte man ruhig in Videos vorstellen mal. Finde ich schon. Oh, der Krebs hier nervt gerade. Der ne Ach, der Skorpion. Der nervt gewaltig. Komm. So. Also, so soll das sein. Mir war klar, dass es so funktioniert, aber. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch rauskommen. Oh. Das Level geht gar nicht so lang, wie ich jetzt dachte. Also. Aber ich sag's echt gerne, denn die Level werden echt von. Mal zu mal besser. Also die Level machen mir immer mehr Spaß mit. Ich brauch die Dinger gar nicht. Guckt euch das mal an. Das ist Skill. Das brauche ich mir auch noch. Also. Okay, nein, die werden echt immer besser. Also es macht immer mehr Fun. Also. Letzte Level gerade, das vorletzte Level, beide waren sowas von Spaß. Ich hatte echt ein Erfolgsgefühl, die geschafft zu haben, so schnell zumindest. Von daher. Also, puh, kann noch länger gehen, die Let's Play. Vielleicht, ich weiß nicht. Man sollte mal da aufhören, wo es am schönsten ist, finde ich, ja. Damit man dann noch mehr Spaß hat, das Spiel dann erneut zu spielen. Ist einfach so. Wie das Spiel rausquetsche. Und er ist einfach wie eh und je. Ich hoffe, dass er mal irgendwann schwieriger wird. Ich frage mich, wie der Endkampf aussehen wird. Wenn er wieder so, wenn er so lächerlich ist wie das hier, dann. Ja, dann gute Nacht. Okay. Da liegt Donkey Kong. Wir haben noch mehr als genug Zeit, euch die. Ich habe noch mehr als genug Zeit, euch die nächste Welt vorzustellen. Ja, ich hatte das Mikro wieder weg. Ich habe euch noch gar nicht gezeigt, dass ich eigentlich nur einen kleinen Bildschirm des Spiels aufnehme. Tatsächlich. Denn um den Bildschirm herum ist noch so ein klassischer Automat. Um zu zeigen und so ein bisschen hier, wie nennt man die Dinger nochmal? Ach, das ist sowas Einfaches. Ich bin Deutsch, ich bin deutscher Herkunft, also keine Sorge, ich kann perfekt Deutsch, aber mir fällt gar nicht das Wort dafür ein, da wo Automaten stehen. Gott, das ist ja peinlich. Spielhalle. Passiert manchmal einfach mit der Zeit. Vergiss ja öfters mal die Namen meiner Klassenlehrer, ist echt so. Na, meine Mutter ist mir. Oh, ein Kampfjet. Das ist ja mal geil. Das ist doch mal ein perfektes Szenario. Ich habe mir sowas von immer bei Mario gewünscht, da auf ein Kampfjet zu sein. Aber nicht so ein Bowser-Billigteil aus Holz oder so. Nein, sowas ist geil. Und total unpassend zu Mario, würden einige sagen. Genauso wie einige eine Story zu Mario unpassend, finde ich. Und sehen mich trotzdem danach. Aber ja, meist sagen wir mal halt, es muss Neues her. Die Spiele von Mario, also. Gemein ja, Story. Nicht so lange Miyamoto lebt. Wird wohl auch so sein. Oh, komm schnell, beeil dich. Also, jetzt nur noch runter. Ups. Na gut. Der Wind macht die Sache echt ein bisschen schwieriger, aber. Na, hat ja noch geklappt. Von da an. Ja, ich empfange das nächste Level mit offenen Armen. Also man, am Anfang dachte ich mir, ja, noch ein Level, ich will endlich zu Donkey Kong. Aber jetzt, ja, komm, sowas wie sowas hier, das sieht doch schon wieder lustig aus. Also, wow, das Game ist echt empfehlenswert im Moment. So viel Spaß hatte ich bisher, selbst noch bei Lufia nicht. Momentan habe ich weniger Spaß bei Lufia, gebe ich zu. Denn da sind mir einfach zu viele Kämpfe, zu viele langweilige, ich verschneller die auch immer und trainiere kaum. Ist einfach so. Lufia, da machen wir die Rätsel. Ja, sagen wir mal. Das ist hier nicht Lufia Let's Play, sondern Mario vs. Donkey Kong. Du musst mich hier drauf lassen. Der Wind. Dieses himmlische Kind. Das muss ich ja wohl. Ja, muss ich nicht.
soll ich denn hier drauf kommen? Keine Ahnung, ich mache coole Moves, aber bringt es mir jetzt nichts. Ich fahr den mal wieder. Vielleicht tue ich dann woanders was öffnen oder so. Also, ich habe keinen Plan, Leute. Ich habe keinen Plan. Was soll ich machen? Hallo. Ah, ja. Okay. Ach so, ach, kein Wunder, der war ja, glaube ich, gerade. Ja, dann ist es kein Ding, glaube ich. Nach wie vor weiß ich, wie ich in die Schlüssel komme. Das war ich gerade gar nicht, daran ich viel labern soll. Ich muss mich auf das Level konzentrieren. Echt fordert dieses Game, ehrlich. Kann ich auf die Wolken stehen? Ich glaube nämlich nicht. Ich komme einfach nicht hoch. Ich komme einfach nicht hoch. Probier mal gleich auf eine Wolke zu landen. Aber die kommen ja per Window-Prinzip hier. Das geht ja gar nicht. Ja, kann ich glaube ich nicht. Geht aber nicht. Denke ich nicht. Okay, jetzt muss ich aber echt mal scharf nachdenken, wie das geht. Vielleicht gucke ich meistens nie insgesamt aufs Level. Jetzt schon. Ach so. Ja. Was soll man sagen? Ich habe mich zerquetschen lassen, die Zeit war eh zu gering. Und ich will ja nicht noch mehr Zeit dieser Let's Play verdaddeln. Von daher werde ich einfach mich weiter bewegen. Also ich tue erstmal das hier ausfahren. Dann tue ich den anderen Schalter benutzen und dann gehe ich wieder zurück und gucke, wie es weitergeht. Wo gehe ich dann da lang? Schnapp mir den Schirm. Der mit dem Schirm, und ich vergesse das schon voll. Ich denke immer, der Schirm ist irgendein billiges Bonus-Item. Ehrlich. Aber damit schwebt man, glaube ich, höher oder so. Ja, kommt schon weit. So, schwebt man. Man schwebt doch nicht höher mit den Schirmen. Was laber ich denn da? Ach ne, man fällt doch langsamer. War nicht so? Nein, das war so. Nein, war nicht so. Ich stehe auf dem Schlauch. Schalter an, Schalter aus. Oh! Ah! Ach so! Das hätte ich natürlich jetzt echt nicht gedacht. Aber einfach. Ach, dann ist es jetzt kein Ding. Boah. War jetzt mal. Okay. Aber okay, ist nicht schlimm. Gefällt mir sogar. Viele regen sich ja auf, wenn die Level einfach nicht zu schaffen sind beim ersten Mal. Und ach nein. Vergas. Das sind ja noch mehr Sachen und das macht die wahre Schwierigkeit des Levels jetzt erstmal gerade aus. Wie mir doch so deucht. Komm, komm, komm. Wow, schneller! Schneller! Ah. Adrenalin bis abwinken. Enttäuschung pur. Gibt's auch noch. Komm mal, das Level muss hier jetzt noch her. Das hätte nicht sein dürfen. Mann, Mann, Mann. Ja, hallo. So, so jetzt. Dann muss ich jetzt nochmal überlegen. Achso, erstmal, ey, Steine. Ich glaube, ich bin der jüngste Fall von Alzheimer, so langsam. So, komm her. Ah, leg dich auf die Fresse, heute können wir nicht auf Maris geistige Verfassung, körperliche Verfassung achten. Denn Maris ist auf einen Kampfschwert und da geht's zwar ordentlich zur Sache, wie man gerade sieht. Ja, kann ich auch nur drüber. Schnell, beeil dich. Mario, leg dich nicht flach, du brauchst den Schlüssel. Beeil dich. Nein. Oh. Jetzt lasse ich mich nicht mehr von einem dicken, fetten Stein zerquetschen, der wohl in einem normalen Mario-Spiel ein Twomp wäre. Der war das also. Komisch, dass Mario es noch nicht mal ausprobiert, die Türen zu öffnen. Sondern direkt weiß, wo die Tür ist und erst dann öffnet, wenn er vor der Tür steht. Also sollte er erstmal ausprobieren, ob der Schlüssel überhaupt passt. Wieder mehrere Türen, das kann ja heiter werden. Und das ist echt. Das Level. Ach. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich mache aber erstmal an dieser Stelle Schluss. Und wir sehen uns dann sofort im nächsten Part wieder.